Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Neue Folge Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Nochmal mit dem gleichen Team. Eine letzte Folge. Ich verspreche es euch, dann ist das Team weg. Dann machen wir ein anderes. Ich muss mal nebenbei schnell was gucken hier auf YouTube. Nicht, dass ich das vergesse. Weil ich das ganze Ding hier mit OBS aufnehme. Ja, man kann ja so ein bisschen off-topic mal kurz reden mit euch. Und zwar hast du in OBS ja einmal Aufnahme hier Streaming starten und ja, wie heißt es hier, Aufnahme starten. Und das ist direkt untereinander. Ja, und da kann es passieren, dass man anstatt auf Aufnahme starten auf Streaming starten klickt. Und das habe ich gerade gemacht. Jetzt muss ich nachgucken, ob der Scheißding gestreamt hat. Hat er nicht. War zu kurz wahrscheinlich. Ich habe es ja gleich wieder beendet. Okay, passt. So, finden wir hier einen Gegner, der mein, ich würde schon fast sagen, ungeschlagenes Team hier, weil fucking Durengard und Kapuriki einfach OP as fuck sind, besiegen kann mit Legis. Leute, ihr könnt sogar Legis mitnehmen hier. Also, keine Ahnung. Mewtwo Y war jetzt kein großer Threat für mein Team. Okay. Machen wir das Ganze nochmal. Mein Ohr juckt, ne? Das, oh, das ist ja die Hölle. Alter. So, ich finde, also das Pokémon, was am wenigsten benutzt wird, ist tatsächlich mein Mega Kangama. Ich glaube, es ist nicht so mein Mega, irgendwie. Es ist stark. Es ist richtig stark. Aber ich finde es irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht. Ich finde Mega Schlappohr das eindeutig bessere Pokémon. Weil es viel schneller ist. Okay. Das Ding hat Tiefschlag. Hat mir auch schon den Arsch gerettet. Aber, naja. Holy Macaroni! Moderator Deoxys, Seraora, Darkrai, Kaputoro und Kapuriki. Er hat sich verdammt schnell entschieden an der Stelle, möchte ich mal kurz sagen. Wird das ein Darkrai-Lied? Ich liede mit Dragoran. Weil ich keinen Bock auf Kaputoro habe. Und keinen Bock auf Seraora. Und keinen Bock auf Meloetta. Dragoran ist ein guter Leader an der Stelle. Durengard muss ich mitnehmen. Ich muss. Und ist das Deoxys Innit? Kangama. Kangama ist geil. Nicht gegen Darkrai, aber gegen den Rest. Kann's was machen. Boah, das ist mal ein Team, ey. Holy shit. Erst kommen die Leute überhaupt nicht raus mit ihren Legis und jetzt kommen hier ein Darkrai. Was potenziell, das ist das krasseste Legi aller Zeiten, Leute. Das ist so mega fies. Wenn er jetzt Darkrai kommt, habe ich ein Problem. Leute, was macht das? Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Ich weiß nicht mal, welchen Typen es hat. Okay. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich bin komplett aufgeschmissen. Ich muss das mal kurz gucken, was das überhaupt ist. Also ich weiß, dass es ein Legi ist, aber... was schreibe ich denn hier für einen Bullshit? Meloetta. Anime, nein, nicht Anime. Das ist... ein Stahl-Psycho-Pokémon. Oder ein Normal-Psycho-Pokémon. Ne, ein Normal-Psycho oder ein Normal-Kampf. Ja, wir drücken einfach mal auf Dragon Dance. Keine Ahnung, was er meinem Dragoran tun will. Urgesang. What the fucking hell tut das? Switch die Form in die Kampfform. Und outspeedet mich. Es outspeedet mich jetzt. Gehe ich auf Turbo-Tempo? Muss ich, weil ich... Er wird mich outspeeden und er wird mich wahrscheinlich killen. Mit einem Ice Punch oder so. Weil er den Schwächenschutz-Move kennt. Spukball.
Geh auf den Drachentanz. Er kann mir nichts tun, glaube ich. Ich outspeede ihn. Warum outspeede ich ihn? Er hat 128 Init. Wow. Psychokinese. Das wird. Und jetzt, mein Freund, hast du ein plus 2 Dragoran vor dir, was dein komplettes Team outspeedet. Auch Darkrai wird von mir outspeedet. Hat Darkrai 160 Init? Ich glaube nicht. Das ist ein fucking Turbo-Tempo. Wie viel hat Darkrai denn Init? 125. Auch das outspeedet. Kabutoro. War das nicht das Pflanzenvieh? Ist das das scheiß Pflanzenvieh? Falls es das ist, dann... Nicht schlecht. Aber Tengsu und Feuerschlag. Plus 2. Plus 1, weil du einen Death Boost drin hast. Wahrscheinlich wirst du das tanken, weil Kabutoro ist fucking insane. Und fucking bulky. Und haut mit Holzhammer einfach alles weg. Oder Holzgeweih. Je nachdem, was es ist. Wir revealen den Feuerschlag an der Stelle. Vielleicht könnte ich auch auf den Drachentanz gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich rausnehmen kann. Aus der Range. Aber er überlegt sehr lange. Ich dachte, er macht einen Double Switch. Und das reicht fast. Da kommt die Steinkante. Das war risky. Dieser Move kann auch mal verfehlen. Ne? Möchte ich nur mal so gesagt haben. Das ist gefährlich, so ein Move. Stein-Moves sind immer gefährlich. Okay. Gehe ich auf Kangama und drücke auf Mogelhieb? Oder gehe ich auf Durengard und drücke auf Shadows? Mir eigentlich völlig Latte. Es macht keinen Unterschied, was ich tue. Aber ich glaube, Durengard ist die bessere Wahl. Weil ich habe den Eisenschädel. Und er wird killen. Wird er drin bleiben? Gegen den Eisenschädel. Kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich, dass er hier... Wir haben noch Kangama. Er hat potenziell noch echt krasse Pokémon. Er könnte noch Kaburiki haben. Er könnte fucking Darkrai haben. Wird er switchen? Er wird switchen. Aber auf was? Das Problem ist, wenn er nicht switcht und ich gehe nicht auf den Eisenschädel, dann kriege ich das Ding nicht weg. Ja, das heißt, ich muss auf den Eisenschädel gehen an der Stelle. Er switcht nicht. Ich hoffe jetzt, dass es einfach killt. Es könnte sein, dass es überlebt. Aber es ist ein Durengard. Und es ist ein Eisenschädel. Stab. Okay. Boah. Ey, Durengard hat mich noch nie enttäuscht, Leute. Ne? Das ist so ein unfassbar starkes Pokémon. Okay, was kommt jetzt? Kommt Darkrai? Falls ja, habe ich Shadow Sneak. Darkrai. So, die Frage ist jetzt. Dieses Ding ist ein massives Fuckvieh. Und ich glaube, ich muss für den Z-Move gehen. Aber ich guck mal kurz Königsschild. Okay, Königsschild schützt mich nicht vor seinem Schlummerort oder Hypnose. Ich gehe für den Z-Move, auch wenn er nicht so effektiv ist, aber es ist ein Z-Move. Und Schlummerort und er trifft. Ja. Das ist halt das Problem mit Darkrai. Er kann einfach Schlummerorten und mich rausnehmen. Albtraum.
Ja, Dakra ist fucking insane, Leute. Ich habe noch Kangama und das bringt mir nichts gegen Darkrai. Nichts. Holy shit. Durengard muss das machen. Ich muss jetzt immer auf den Z-Move gehen, hoffen, dass ich durchkomme. Weil wir Traumfresser haben. Finsteraure. Noch schlimmer. One-Hit-KO. Das Problem ist, Darkrai outspeedet Kangama. Safe. Darkrai ist krass. Darkrai hat nicht Schwebe, Darkrai hat Albtraum. Der Mogelhieb wird hitten. Und wird hart wehtun. Ich darf aber nicht megern, sonst verliere ich meine Fähigkeit. Darkrai ist sehr fragil. Okay. Das Problem. Earthquake reicht nicht. Okay. Ich gehe für die Mega. Klick auf Wutanfall. Hoffe, dass ein Schlimmerort daneben geht. Meine einzige Chance zu gewinnen. Sein Schlimmerort muss verfehlen. Wie viel Chance zu treffen hat er? 60? Früher waren es mehr, darum war es auch fucking OP. Schlimmerort. My boy! Das tut richtig weh. Das ist ein fucking Mega-Kangama. Oh, oh, oh. Okay. Ja, ich bleibe auf Wutanfall. Ich kann nichts anderes machen. Macht ihr automatisch. Wird er nochmal für einen schlimmen Ort gehen, muss er. Und er trifft. Fucking Lacke, Alter. Okay. Hat er Traumfresser? Falls ja, habe ich fucking Probleme. Ich bin auch noch verwirrt jetzt tatsächlich. Albtraum. Ach ja, oh, ich darf Moves picken tatsächlich. Problem ist, ich bin jetzt verwirrt. Und schlafe. Das ist Game. Das. Außer ich habe One Turn Sleep. Z-Move. Auf Darkrai. Alles klar. Ewige Nacht, oder? Nicht schlecht. Z-Move Darkrai. Warte, das muss ich mal ausblören, ne? Schwinde, schwarzes Loch des Grauens auch noch. Alter. Das wird reichen. Darkrai ist. Fucking Monster. Und es ist nur ein Kangama. Oh mein Gott! Easy, my boy! Oh shit! Oh, das würde ihn gerade aufregen. One turn sleep. Und wir kommen durch die Verwirrung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein ultra knappes Match. Holy shit. Das war eigentlich verloren. Das war richtig Glück. Wow. Okay. Krass. Ja, learn to play, wa? Ja. Holy shit. Der Z-Move killt einfach nicht. Der Z-Move reicht einfach nicht. Eins machen wir noch. Weil das hat lange gedauert, der Battle. Krass. Z-Move reicht nicht. Und wir kriegen den One-Turn-Sleep. Crazy. Crazy. Okay. Ein Rokara, ein Durengard. Ein... Oh, was ist das? Was macht das? Ich habe keine Ahnung. Das Ding macht wahrscheinlich Z-Schuppenrasseln. Ein Kapukime. Ein Relaxo. Ich glaube, ich gehe mit Dragoran wieder als Lead. Er hat ein Relaxo. Das nervt. Wenn es ein Fluch-Relaxo ist, habe ich ein Problem. Quajutsu in der Stelle ist super. Ist Durengard hier gut? Was für eine Frage, ne? Durengard ist immer gut. So. Interessante Pokémon hat er dabei. Interessant.
Ohr. Was ist denn los? Okay. Wir leben mit Dragoran, unserem Drachen des Abgrunds, der alles vernichtet. Was macht dieses Ding? Ich habe keine Ahnung, Leute. Was tut dieses Teil? Es ist eine Fee, das weiß ich. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nichts machen. Muss wechseln. Shit! War ein guter Lied von ihm. Es könnte schon gewesen sein, wenn es für einen Z-Move oder so geht. Habe ich ein Problem. Bizarro-Raum. Er fährt ein Setup, der Boy. Und ich drücke einfach eiskalt auf den Z-Move. Okay. Warum? Ja gut. So verschwende ich mein Z-Move. So reveal ich, dass mein Durengard kein Item trägt. Gehe auch in die Angriffsform. Bin also angreifbar. Das ist kacke. Aber er hat Bizarro-Raum gedrückt. Das mit der Explosion war bitter für ihn. Er hat ein komplettes Pokémon einfach verloren. Ohne dass er was machen konnte. Was willst du tun? Willst du Erdbeben drücken? Du willst wahrscheinlich Erdbeben drücken, ne? Oder wirst du fluchen? Ich habe Angst, dass du fluchen willst, du Spasti. Geh auf Dragoran, weil ich vermute, dass er Erdbeben drückt. Oder er flucht jetzt, weil ich Königsschild machen könnte. Das ist auch okay. Bauchtrommel. Das ist ein Multischuppe Dragoran. Hast du Ice Heap? Wahrscheinlich wirst du Ice Heap haben. Mach Drachenklaue. Ah, er outspeedet mich wegen Bizarro-Raum. Wir kriegen die Paare, ernsthaft? Ich komme durch. Jetzt bin ich aber schneller, weil ich paralysiert bin, oder? Ich glaube, das ist so bei Bizarro-Raum, ne? Jetzt habe ich ja weniger Init. Nee, das... Ach so, das zählt dann nicht. So, was will Relaxo jetzt tun? Was will Relaxo gegen einen Durengard machen? Er hat Bauchtrommel. Was er einsetzen könnte. Hat er noch einen anderen Boost-Move außer Bauchtrommel? Hat er Erholung? Erholung, Schlafrede-Set? Kann das sein? Ich drück Königsschild. Erdbeben. Ich habe ein fucking Problem. Ich krieg das Ding nicht weg. Flinch that bitch, maybe? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss angreifen und das wird nichts tun. Nein, das wird gar nichts machen. Oh, Flinch, Bitch! Oh, das war's mit Relaxo. Das war der Game Changer, Leute. Dieser Flinch. Dadurch kann er nichts mehr tun mit Relaxo. Und wenn das letzte Pokémon ein physisches Pokémon ist und langsam ist, dann outspeed ich es mit Quajutsu, was den Focus Sash hat. Und kann mit Durengard Königsschild machen. Grandiras. Grandiras ist ein spezielles Pokémon.
Grandiras ist in den U-Bahn durch seinen Z-Move. Das kann man entweder physisch oder speziell spielen. Ich habe keinen Grund, nicht auf Königsschild zu drücken, ganz ehrlich. Er wird mich outspeeden, wenn ich ihn normal angreife. Ich hoffe jetzt, dass er den Z-Move drückt. Aber das ist ein spezieller Move, ne? Eigentlich hoffe ich nicht, dass er ihn drückt. Er drückt ihn. Das blöre ich übrigens weg, weil hier Copyright-Problem. Ja. Ist das Grandiras-Ding? Ja. Nicht schlecht. Kriegt einen Omni-Boost, glaube ich sogar. Das macht natürlich nichts. Weil ich Königsschild gemacht habe. Ja, er kriegt einen Omni-Boost. Alle Werte um 1 hoch. So. Problem ist jetzt. Er outspeedet mich. Das ist okay. Aber wir haben eine Dunkelklaue. Die hat eine Crit-Chance, eine erhöhte. Ich würde jetzt vielleicht Dragon Dance oder so machen. Flammenwurf tatsächlich. Er ist ein spezielles. An der Stelle gehen wir auf jeden Fall auf die Dunkelklaue. Okay. Er ist in Range für Quajutsu. Hier gehen wir nochmal auf Shadow Sneak. Weil ich nicht will, dass er sich jetzt noch mit Drachentanz hochsetupt, was er haben könnte, und dann physisch angreift auf einmal. Drücken einfach auf Shadow Sneak, Königsschild bringt mir nichts, wenn er speziell angreift. Ja, und er greift speziell an, weiterhin. Okay, er hat Flammenwurf, wahrscheinlich Draco-Meteor. Das Ding ist, selbst nach einem Init-Boost dürfte mein Quajutsu ihn outspeeden und mit Eisstrahl effektiv treffen. Und ich glaube nicht mal, dass er einen Eisstrahl überlebt, auch mit einem Boost nicht. Und selbst wenn der Draco von ihm trifft, habe ich einen Fokusgurt. Und er hat, glaube ich, keine Prio. Ich müsste outspeeden. Er outspeedet mich. Okay. Aber ich habe einen Fokusgurt. Und ich glaube nicht, dass du diesen Einstrahl tanken wirst. Wenn du ihn tankst, GG, dann hast du gewonnen. Ich habe kein Wasserschuriken auf meinem Quajutsu. Tankst du das? Nee. Easy Game. Focus Sash Quajutsu. Scarf Quajutsu hätte ihn auch gekillt jetzt gerade. Aber ich spiele das gerne mit Focus Sash. Ja, ich habe auch noch ein paar andere Greninjas. Die spiele ich mit anderen Items dann. Aber das ist das Focus Sash Greninja, was in das Team einfach gut reinpasst, finde ich. Ja. Ungeschlagenes Team. Gut. Ich würde sagen, das war's erstmal jetzt für die Aufnahme heute. Ich habe noch einiges vor heute, weil heute ist Full House hier, weil wieder jemand Geburtstag hat und wieder Party und was weiß ich, ne? So, ich bin mir sicher, dass ich das nicht speichern will. So, und jetzt nochmal ein kleiner Aufruf an euch. Wenn ihr gegen mich spielen wollt, ja, und wenn ihr wirklich stylische Teams habt, ja, also nicht so Hard Try OU Shit, sondern wirklich stylische Teams. Ich verspreche euch, ich habe auch richtig Style. Ja, ich hab's richtig gute Pokémon, die im RU sind oder noch drunter. Und einfach so stylisch sind. Wenn ihr gegen mich battlen wollt, schreibt mir euren Friendscode in die Kommentare. Und ich werde euch dann in den Kommentaren anschreiben oder wie auch immer. Wir finden sicherlich einen Weg. Schreibt mir auf jeden Fall euren Friendscode in die Kommentare. Und wie ihr gerne mit mir kämpfen würdet, OU and Below oder OU only, RU only, irgendwie sowas. Und dann kriegen wir das sicherlich hin, mal hier ein 6 gegen 6 Zuschauer-Battle zu machen. Und das ist eigentlich das Ziel dieses Formats, dass ich eigentlich nur noch gegen euch kämpfe. Weil das macht einfach mir mehr Spaß, diese größeren Kämpfe, wo Strategie einfach wichtiger ist. Switches predicten und so ein Scheiß, Tarnsteine traden, bla bla bla. Ne? Ihr kennt das alle. Und das würde ich gern machen. Ja? Und dafür brauche ich euch. Euch, meine Zuschauer, meine treuen Zuschauer, die Pokémon mega hypen seit der Wedlock und die ich abbrechen musste, leider. Das ist immer noch bitter.
Ich probiere es immer noch zu fixen, aber ich krieg's nicht hin. Ja, das war's. Wie gesagt, mein Friends Code steht in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich addet, ne, dann kann ich euch auch adden und dann passt das. Und damit würde ich sagen, was los ist. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.